Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Uncharted, Drakes Schicksal. Wir sind immer noch hier im Dschungel, ja, und haben uns in der letzten Folge den Weg hier runter in die Ruinen freigelegt. Ja, was ist mit den Taschenlampen? Ah, die gehen automatisch an, oder? Gehen die automatisch an? Habe ich jetzt schon die Taschenlampe an? Nö. Doch. Hab ich. Okay. Gut, wenn sie automatisch angehen, dann soll es mir nur recht sein. Immer noch leicht verwirrt, was hier die Steuerung betrifft. Oh. Ah, scheinen wir jetzt nicht mehr hochzukommen. Oh, guckt euch einfach mal an. Das ist echt cool schon mal in Szene gesetzt. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja. Wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Das und... Ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Ah. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Es hat so ein bisschen Schüler-Mentor-Flair hier mit den beiden. Echt viel Mist dagelassen. Das gefällt mir. Aber auch die Stimmung. Ich meine, stellt euch halt einfach mal vor, ihr lauft durch so ein... Kein Witz, oder? Ihr lauft durch so eine alte Ruine, wo wahrscheinlich schon hunderte Jahre lang niemand mehr war. Was genau muss ich tun? Wir müssen wahrscheinlich darüber. Wir müssen darüber kommen. Ja, wenn ich den Tooltip schon bekomme. Ja. Sieht gut aus. Das dachte ich mir. Wie lade ich jetzt nochmal nach? Ah. Oh Mann. Obwohl es echt ähnlich ist, die Steuerung wie von Resident Evil 6, sind noch schon ein paar andere Tastenbelegungen. Aber passt schon. Passt schon. Huh? Sully, warst du das? Oh, ich glaube. Schreck mich doch nicht so. Ein Mechanismus. Okay. Wie er sich abmüht. Hier, lass mich mal. Okay. Ja gut. Dann zieh du halt dran. Okay, okay, okay. Ich halte sie auf. Versuch du, sie von innen zu blockieren. Ah. Schieben wir doch mal das Ding da drunter. Naja, ob das hält? Ich meine, das ist eine massive Steinplatte da oben. Das müsste halten. Und das ist ein Holzkarren. Mach schnell, Sully! Ja, war doch klar. Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ah, ja. Ah, mit Select, okay. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Okay. Dann mach mal, Sully. Mal gucken, was bei rauskommt. Ich finde das ja immer erstaunlich, dass solche Apparaturen immer noch funktionieren, obwohl man schon so lange nicht mehr hier war. Und jetzt wahrscheinlich geht's da weiter. Ne? Wir müssen den Schrott irgendwie wegräumen. Wegräumen. Ich würde es ja mal damit versuchen, oder? Okay, das Spiel ist leicht berechenbar, merke ich gerade.
Also keine wirklich anspruchsvollen Rätsel für Leute, die auch schon Tomb Raider und so gespielt haben. Ah, das geht wahrscheinlich auch wieder tief darunter. Moment, das sieht doch so aus. Jetzt könnte ich da lang krabbeln, oder? Ich probier's einfach mal. Ja. Ah, nee. Wow. Das konnte ich vor 30 Jahren vielleicht. Okay. Boah, da fallen auch noch mal ein Dinger raus. Oh. Okay, das ist cool. Ah, und jetzt hier runter, oder wie? Aha. Ach, guck mal, wie schön das Wasser halt einfach aussieht. Was muss ich hier tun? Ich sehe halt... Ah, Moment. Da ist wieder was zum Abschießen. Wow. Ah. Mal schöne Leiter freigelegt. Okay, cool. Ja, es gefällt mir doch recht gut. Was ist hiermit eigentlich? Sieht so aus, als könnte man es verschieben. Los, weiter geht's. Ach, du bist schon da vorne, Sally. Oh Mann, dieser alte Mann, ey. Macht mich fertig. Okay. Eine Tür schließt sich, die andere geht auf. Interessant. Es wundert mich, dass hier nichts liegt. Das kann doch irgendwie gar nicht. Ich würde mich verarscht fühlen, wenn ich die beiden hier wäre. Man findet irgendwo eine alte Ruine und da ist einfach nichts. Oh, das hier sieht aus wie Barrikaden. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was? Ja, rede doch mit mir. Nee, lass bitte gehen. Danke. Halt, die Zeichen kenne ich doch. Was für Zeichen? Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Okay. Eins, dieses komische Zahnrad-Dingen. Zwei, der Flügelkerl. Drei, die Spinne. Und vier, das super nett aussehende Gesicht. Was mache ich jetzt damit? Ah, Moment. Die Zeichen. Okay. Okay. Verstehe. Das ist das Zahnrad. Drücken wir das mal. Hey, da passiert was. Okay. Was war als nächstes? Der geflügelte Ritter, Krieger, irgend sowas. Da hinten ist noch eins. Da ist auch noch eins. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen, dass man sich daran festhalten kann. Was bist du? Du bist das komische Gesicht. Da drüben ist der geflügelte Mensch. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Okay. Ach, sind die Symbole auch da unten auf dem Boden? Sind das dieselben? Ja, das sind sogar dieselben, okay. Na gut, dann ist es ja noch einfacher. Die Spinne. Und als letztes noch dieses lustige Gesicht. Das war... Nein. Drake? Mach keinen Mist hier. Hallo? Gehst du bitte hoch? Okay, beim Klettern ist die Steuerung manchmal doch ein bisschen hakelig. So, nu? Wie funktioniert das eigentlich? Er schiebt da oben eine Druckplatte rein und hier unten kommt eine Säule aus dem Boden. Ah, auf
offensichtlich kann ich da nicht einfach runterspringen, ansonsten hätte man mir die Treppe jetzt nicht schon so explizit gezeigt. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich sehe es mir an. Ist gut. Ja. Sei vorsichtig. Wie mache ich das? Einfach drüber laufen? Nein, drüber laufen ist ganz schlechte Idee. Oh Gott, nein. Drüber laufen ist eine beschissene Idee. Aber die Save Points sind echt... Mach ich denn das? Ah! Hallo? Hä? Oh Gott, nein! Ja, ich fall doch da unten einwandfrei ins Wasser, warum? Okay, da fängt's jetzt schon an. Ach, jetzt macht er's! Gerade eben, wie ich so dahin gelaufen bin, meinte er, er müsste da erstmal runterfallen und sterben. Oh oh. Bröttelt alles weg. Ach, hallo? Okay. Da hängen Totenschädel, das gefällt mir schon mal gar nicht. Den irgendwie... Ah! Ach so! So einfach schon? Ja gut, warum eigentlich auch nicht? Jetzt läuft da unten Wasser rein. Kann ich jetzt runterspringen? Es gibt Schlimmeres. Okay, offensichtlich muss ich jetzt da runter. Moment. Nicht, dass ich da unten jetzt auf die Felsen klatsche. Das war aber schon knapp. Na, lieber Nate. Kann ich eigentlich auch tauchen? Kann ich eigentlich irgendwie sprinten? Das wäre alles mal interessant zu wissen. Also schneller schwimmen kann ich jetzt nicht. Und wo komme ich eigentlich wieder raus? Es ist so verdammt dunkel. Moment. Optionen. Anzeige, Helligkeit. Da war doch was. Nee, ganz so hell brauche ich es dann auch nicht. Dann ist erstmal so. Soll ja noch ein bisschen Stimmung erhalten bleiben hier. Wie komme ich denn da jetzt? Ich muss doch da irgendwie... Wahrscheinlich treffe ich einfach den Triggerpunkt nicht. Triggerpunkt vor allen Dingen. Ah ja, da ist er. Jetzt bin ich nass. Mach Dinger. Das war auch Wasser da unten. Wasser hat die Angewohnheit, nass zu sein. Mein lieber Drake. Ich gehe eigentlich davon aus, dass du dich regelmäßig wäscht und über die Grundeigenschaften von Wasser hinreichend informiert bist. Oh, das muss wehgetan haben, wie du da gerade gegen geknallt bist. Und hier kann ich die Kamera nicht drehen. Ist auch schön. Geschafft! Okay. Ich bin jetzt drüben! Bekommst du die auf? Ja, bekomme ich. Ich sehe doch auch schon wieder wie. Wobei das, glaube ich, keine gute Idee ist, wenn hier schon das große Loch ist, jetzt da auf die Explosivfässer zu schießen. Aber hey, natürlich. Es geht halt nur diese Wand kaputt. Sonst nichts. Nicht schlecht. Obwohl die Wand 10-mal dicker ist wie der Boden. Egal. Ich find's cool. Oh, ist wieder so eine Zieh-Action. Ich nehme den hier. Egal, welchen du nimmst. Hallo? Ja, bla bla bla. Okay. Das sieht doch nicht gut aus. Das sieht doch absolut nicht gut aus, was da passiert. Ah, sieht sicher aus. Ja, genau. Deine Definition von sicher sehe ich. Oh oh. Oh nein. Oh, ich hasse solche Sequenzen. Hey, ich bin runtergefallen. Glaube ich. Ah nee, ich häng noch da. Ich hing da einfach. Aha, ich glaube, ich stelle mich gerade echt blöd an. Oh Gott, sorry Leute.
Ich sterbe, obwohl es noch keinen Grund gibt zu sterben. Ja, jetzt springt er komplett rüber. Wow! Und deswegen hasse ich solche Weglaufpassagen. Mann, ich sehe halt nicht richtig, wo ich hinlaufe. Natürlich fehle ich jetzt schon an so einfachen Passagen. Stellt euch auf ein längeres Let's Play ein. Naja. Hoch, 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 hoch. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Bitte hochklettern. Ich hab's geschafft. Nichts passiert. Okay. So leicht wahnsinnig ist er ja schon, ne? Ich meine, okay, ich hätte wahrscheinlich ähnlich in so einer Situation reagiert. Das will ich danach auch hoffen. Ich wäre erst gar nicht in so eine Situation gekommen. Haha, muss ich auch ganz dazu sagen. Okay, warum gehen wir jetzt schon wieder so langsam? Aha, Dramatik. Boah, Wahnsinn. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine riesen Goldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. Eldorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Die natürlich in den 400 Jahren noch komplett erhalten ist, ne? Okay, Leute, aber bevor wir dieser mysteriösen Spur aus... Gott, wie können Holzstämme im massiven Stein solche... Ach du Scheiße, ey. Naja, okay. Oh, Moment. Hier habe ich doch gerade was blinken sehen. Da blinkt doch was. Ein Schatz. Goldener Inka-Pokal. Ich wusste doch, es gibt hier was. Erster Schatz. Ja, ich habe wahrscheinlich schon 10.000 liegen lassen. Okay. Naja, sei es drum. Warum bleibst du an dieser kleinen Stufe hängen, Nate? Was soll denn das? Gut, Leute. Ihr kennt das Prozedere. Prozedere. Bla, bla. Ihr kennt die Aktion bereits. Unter diesem Video Kommentare schreiben, Daumen hoch, Daumen runter, bleibt anständig und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Uncharted Drakes Schicksal. Bis dann.